Stimmt, wir haben ja immer ein kleines Zwischen. Sie. Nein, wir wollen kein Date mit dir. Hast du irgendwas davon gemacht? Nein, denn deine Level stagnieren weiterhin. Warum? Weil das Spiel doof ist, dir einfach ein paar Level zu geben. Ah. Arg. Wir machen zurzeit sehr, sehr viel mit Silica, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung warum, aber ist so. Kirito wollte nur nett sein und dir helfen und dann... Ach so! Ah, nee. Doch nicht. Doch nicht. What the hell? Was zum Teufel? Silica? Hi? Okay. Oi, ano kurozukume no otoko, meido ni sekuhara ka? Ore tachi no Shirika-chan o nakaseru nante. Aber sieht trotzdem echt süß aus, muss man wirklich sagen. Wie cool.
Was für ein komischer Name für ein Restaurant. Sie hat bestimmt versucht, ihre Kochskills zu verbessern, um den Kirito zu beeindrucken, dass sie kochen kann und dass sie dann besser ist als Asuna. Ah. Dieses Kind. シリカちゃん、こっちも注文お願い。はい、ただいま。ねえねえ、あの黒ずくめ、シリカちゃんに何かしたの？ Gott! Nein, oder? Oh nein! Vor allen Dingen das O von Kirito ist wie ein Herz. Oh nee. Kirito. Oh nee. Oh, ist das dein Ernst, Silika? ここで働いてるのに全然知らなかったな。もう一口だけ。一口。口。あ、
Silica Levels ab? Was? Echt? Hä? Nö, sie ist auf Level 76. What the fuck? Ja. ja, ich wollte einfach nicht winken. Ja. Was zur Hölle? Haben erstmal Silica erwischt, wie sie bei einem Maid-Café unterwegs war. Auch sehr interessant. Oh, ich habe eine Nachricht. Aber warum war mir das klar? Sorry about Café. Sorry, I'm freaking out back at the cafe. Really, I'm going really hard at the leveling up with just catch me. Okay. Sie trainiert also ordentlich. Alter, warum stand da Silica Levels ab? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich das mit Silica ausgelöst habe. Boah, heftiger Lag. Wieder. Aber. Strange. Strange Szene, muss ich echt sagen. Hast du irgendwas für mich, Engel? Nö. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 1 Million Coin. Na super. Hallo, Asna. Hallo. Welches Level ist Liefer? Ja, ich habe wieder nicht mit dir gebunden. Okay. Das wird richtig schwer, mit ihr zu trainieren. Da müssen wir richtig aufpassen, dass sie nicht uns abkratzt. Weil sie halt vom Level halt wirklich katastrophal ist. Also Shinon werde ich übrigens nicht trainieren, auch wenn sie bei mir in Sword Art Online Lost Zone zwar absolut zum Hauptteam gehört, zusammen mit Asuna und Kirito, aber... Das ist mir zu aufwendig. Ah, der Typ ist auch schon da. Aber ich möchte zur Holo Area. Kann ich da jetzt eigentlich was auslösen, zusammen mit ihr bei Philia? Wir hatten ja zur Zeit bei den anderen Charakteren, konnten wir immer was auslösen. Tatsächlich. Also können wir auch hier wieder was auslösen. そんなことない。私は私で管理区をずっと調べてたから、本当に来てくれたんだ。 Ja, okay, jetzt weiß ich, dass wir tatsächlich bei jedem Charakter da was auslösen können, aber wir werden das ein bisschen nach und nach machen. Wir haben jetzt Lisbeth, Asuna. Ja, das war's eigentlich. Also müssen wir noch mit den anderen Charakteren hier hinkommen, aber das werden wir noch machen in der nächsten Zeit. Kirito-kun,紹介してよ. Oni?って、あんた、もしかしてそういうプレイが好きなの? Ich bin
どう見ても似てないんだけど。それはちょっと事情があってアバターが。 まあいいや。じゃあこれからよろしく、リーファ。よろしく、フィリアさん。フィリアでいいよ。大丈夫。大事なお兄ちゃんには手を出さないし。そんなこと別に。<笑>よろしく。 Ja, wir werden noch mit den anderen Characters hier hinkommen, aber wie gesagt, erst zur späteren Zeit. Wir müssen ja dahin, also würde ich sagen, wir teleportieren uns mal dahin. Es klingt komisch, wenn ich sage, ja, wir teleportieren uns dahin und dann dahin, da wisst ihr natürlich ganz viel. Aber ich kann ja nicht genau sagen, ja, wir teleportieren uns zu Punkt XY, sondern ich kann euch einfach nur sagen, ja, wir teleportieren uns jetzt dahin. Wir müssen dadurch. Was steht denn da eigentlich? Achso. Ich dachte, da steht irgendwas Besonderes, aber nee. Wir wollen uns noch ein bisschen zur Brücke weiterkämpfen. Und dabei unsere gute Liefer bzw. unsere Schwester ein bisschen an XP geben. Und da ist eine Holo Area, die wir. Holo Mission. Ich werde gucken, wie viel Liefer so aushält. Sollte es Probleme geben. Ja, genau das habe ich mir eigentlich auch schon erwartet, dass sie relativ schnell an Level gewinnen wird, obwohl die Gegner nicht so stark sind. Das ist eigentlich auch mein Plan. Schon deutlich möglicher. Die Gegner sind hier noch im Rahmen, also glaube ich, dass Liefer vielleicht das ein oder andere Level noch mitnehmen kann. Bis 72 kann man so schon gleich mitnehmen. Also, ist mir halt ein bisschen zu aufwendig. Kito bekommt er dabei auch noch selber ein paar EP. Hier sind noch ein paar Gegner. Die Gegner sind natürlich unter Kiritos Niveau, aber es bringt halt für Liefer richtig schön die EP. Deswegen werden wir auch diese Gegner hier weiter besiegen, vor allem jetzt dadurch, dass wir Liefer mit haben. Hilft uns natürlich richtig gut. Können wir immer noch nicht öffnen? 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 Ich frage mich, wo man die Schlüssel dafür findet. Wenn es jemand weiß, kann das mir gerne in den Kommentaren schreiben. Auch wenn ihr wisst, dass ich ziemlich weit im Voraus aufnehme, aber ich meine, ich habe jetzt schon so lange diese Truhen gesehen, aber ich werde vielleicht auch nicht selber. Ich werde versuchen, zwar aufkämmen. Eigentlich wollte ich ja raus aus dem Dungeon, ne? Warte mal, ich muss mal kurz auf der Karte gucken. Ich wollte nämlich eigentlich nicht hier weitermachen, sondern eigentlich wollte ich ja eigentlich herausgehen. Ach so, ich muss da oben hoch, oder was? Oder muss ich da lang? Ich will ja hier hin. Oder muss ich über diesen Weg laufen? Ah, hier, jetzt habe ich eine Karte. Gut. Achso, ich muss dann jetzt hier weitergehen und dann geht's da lang. Okay, ich hätte aber auch von da laufen können. Gut, da hätten wir drei Wege, hier haben wir jetzt nur zwei Wege. Okay. Ja, heißt es wirklich da oben lang laufen? Jetzt weiß ich auch, wie man diese Striche anzeigen kann. Das ist sehr gut, das freut mich. Kisten haben wir hier schon eingesammelt. Und hier sind weitere Gegner, die wir weiterhin besiegen können. Und wo Liefer richtig schön viel EP bekommt. Ob sie irgendwann ein Hauptteammitglied sein wird, mal sehen. Vielleicht geht auch von Lisbeth. Ja, man schafft. Und jetzt werden wir den besiegen. Greift Liefer schon den anderen an? Ja, okay, dann muss man den Gegner schnell besiegen.
Ich werde natürlich weiterhin auf Koopas KP achten, damit sie mir nicht abkratzt, weil sie ist halt schwach. Na, warum wolltest du switchen? Du bist doch in Gefahr. Du musst mehr auf dich aufpassen, meine Liebe. Dich nicht in Gefahr begeben. Nein. War hier irgendeine Tür verschlossen und deswegen kamen wir nicht weiter? Oder warum kamen wir hier nicht weiter? Ja, die Tür ist verschlossen. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, die Türen waren tatsächlich auch alle verschlossen. Kann das sein? Hier waren Gegner. Oh, da ging es aber weiter. Okay. Pass auf, dann machen wir hier weiter. Und die Gegner sind auch noch. Ich frage mich, was die immer damit wollen. Aue. Was bedeutet Aue? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die da immer wollen. Aber für mich, also für Kirito, sind die Gegner überhaupt gar keine. Ich benutze schon die ganze Zeit ein Skill. Jetzt weiß ich, die ganze Zeit mache. Level up! Ich finde das total süß, wie die das Japanische da. Level up! Das finde ich total niedlich. Das klingt total niedlich bei den Japanern. Was ich sagen? Warte. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder oben mitverfolgt, aber wenn ich was mache, was sie wollen, dann freuen sie sich auch. Das hat sich jetzt gelohnt, noch einen Skill einzusetzen. Hier geht's auch nicht weiter. Oder? Doch. Oder? Geht's hier weiter? Nee. Hä? Bin ich bescheuert? Oh Gott, ich bin so beschränkt, Mann. Hier geht's doch weiter. Ah, kann ich weiterlaufen? Oh, was ist da? Die Tür ist verschlossen. Der Gigant steht hier auch noch. Oh, wie bitte Level 120? Das könnte ein Problem werden. Sollten wir lieber flüchten? Ich würde dir sagen, ja.